In unserem neuen Justizkrimi, der erste Patient, geht es um das spannende Thema der KI, künstliche Intelligenz in der Medizin. Eine Ärztin wird nach dem tödlichen Ausgang einer Routineoperation, die von KI unterstützt wird, angeklagt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist die Ärztin eigentlich die Richtige auf der Anklagebank oder gehört nicht vielmehr die KI dahin? Mit unserem Wissen über Justizsystem, Rechtsmedizin und KI macht sich unser Protagonist und Strafverteidiger Rocco Eberhardt auf die Suche nach dem wahren Schuldigen. Unterstützt natürlich wie immer von Dr. Justus Jamer, unserem kongenialen Rechtsmediziner, der auch hier wieder den entscheidenden Twist findet. Eine super spannende Frage und wir können das vergleichen ein bisschen auch mit Piloten, wo Autopiloten komplett die Handlung übernehmen und der Pilot selber nur noch das System überwacht. In der Medizin ist es genau umgekehrt. Dort arbeiten wir mit Co-Piloten. Das heißt, die KI unterstützt den Operateur, die Ärztin oder den Arzt, aber die tragen am Ende noch die Verantwortung. Das heißt, wir haben es im Buch ein bisschen zugespitzt. Übrigens, wenn ihr unser neues Buch bis zum 26. Mai vorbestellt, habt ihr die Möglichkeit, uns beide persönlich bei einem exklusiven Meet and Greet in Berlin zu treffen. Wir freuen uns schon sehr auf euch und weitere Informationen, wie ihr diesen Preis gewinnen könnt, findet ihr online.